was oder wer oder wo wird eigentlich die Wahrheit des Menschen dargestellt. Das können eigentlich nur die Künste und da vor allen Dingen die Literatur. Und das ist ein Buch, das also etwas Abseitiges, Abgründiges darstellt. Also das ist, glaube ich, Sinn und Zweck von Literatur. Zu provozieren einerseits, andererseits es aber darzustellen. Das ist das Gute an Klassikern, dass Klassiker in dem Sinne, wenn sie wirklich gut sind, nicht altern, sondern immer wieder neu gelesen werden können. Weil das Thema einfach immer noch relevant ist. Und das ist die große Kunst. Ich meine, Nabokov war natürlich nicht klar, dass man es 70 Jahre später immer noch lesen würde und dann vielleicht anders. Aber diese Konstellation, die er zugrunde legt, ich sage jetzt mal, er ist zwar um die 40, aber ein alter weißer Mann, der sich in eine junge Frau verliebt und alles dazu tut, sie in seinen Fängen zu behalten, ist natürlich ehrlich gesagt, also dieses Thema von Macht und Machtmissbrauch der Männer, Frauen gegenüber, ist so aktuell wie selten. Und man liest es vielleicht heute anders, logischerweise, als vor 50 Jahren, aber es hat in seiner Sprengkraft immer noch dieselbe Intensität. Und das finde ich faszinierend. Lech Zürs präsentiert Denken am Berg. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Denken am Berg. Mein Name ist Matthias Hofer. Wir befinden uns im malerischen Ort Lech in Vorarlberg. Hier findet jedes Jahr das Festival Literaricum Lech statt. Und jedes Jahr befasst man sich in Lech in einem Schwerpunkt mit einem Werk der Weltliteratur. 2024 war es Wladimir Nabokovs Lolita, das Anlass gab zu Vorträgen, Diskussionen, Filmvorführungen und Lesungen. Lolita, Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden, meine Sünde, meine Seele, Lolita. Die Zungenspitze macht drei Sprünge den Gaumen hinab und tippt bei drei gegen die Zähne. Lolita. Humboldt Humboldt ist hochintelligent, hochmütig und absolut manipulativ. Und ich glaube, das tun wir nicht nur beim Lesen leider, wir tun es auch im sonstigen Leben, dass wir auf manipulative Menschen sehr leicht reinfallen. Die Schriftstellerin Nora Bosson. Denn die zeigen uns eine noch größere Welt, eine Welt, an die wir glauben wollen, eine Welt, die keine Grenzen mehr kennt. Und das ist ja bei Humboldt Humboldt die Grenzen der Menschlichkeit, die er überhaupt nicht mehr beachtet. Er ist jemand, der einflüstern kann. Und ich glaube, wenn wir das Buch lesen, merken wir aber trotzdem, wir folgen ihm. Aber sympathisch ist er uns nicht. Und wir wissen, glaube ich, auch sehr genau, dass das, was er tut, nicht in Ordnung ist. Es ist kein Buch, was Pädophilie irgendwie verharmlosen will oder gar Werbung dafür machen will. Überhaupt nicht. Sondern es ist ein Buch, was durch diese Perspektive der absoluten Skrupellosigkeit und des keine Grenzen mehr kennenden Mannes hindurch eigentlich dieses Leiden dieses Mädchens deutlich macht und über das Mädchen hinaus es noch verallgemeinerbar macht. Eines Menschen, der den Respekt vor dem Gegenüber nicht mehr kennt, weil er in dem anderen nur noch das Mittel zur Befriedigung seiner eigenen Bedürfnisse und seiner eigenen Wünsche sieht und nicht mehr ein eigenes menschliches Wesen mit Leiden und mit Wünschen und mit einem Willen. Und das trägt Lolita über den konkreten Fall der Pädophilie, der für sich genommen ja ein ganz, ganz, ganz großes Thema ist, trägt es noch darüber hinaus eigentlich der Mensch, der das Gegenüber nicht mehr als Mensch erkennt. Meine Herren Geschworene, ich kann keinen Eid darauf leisten, dass ich mir gewisse Schritte im Zusammenhang mit dem Spatzen in der Hand, wenn Sie mir diesen Ausdruck nachsehen, nicht schon früher vorgestellt hätte. Ich habe sie nicht in logischer Folge in Erinnerung behalten oder in Beziehung zu deutlich erinnerten Gelegenheiten gesetzt. Ich kann aber nicht schwören, ich möchte es wiederholen, dass ich im Dämmer der Gedanken, im Dunkel des Sinnenrauschs solche Vorstellungen nicht liebkost hätte, wenn ich noch so einen Ausdruck basteln darf. Es hat vielleicht Zeiten gegeben, es muss sie gegeben haben, wie ich meinen Humbert kenne, in denen ich mir zwecks unbeteiligter Prüfung die Idee vorgelegt hatte, eine reife Witwe, sagen wir Charlotte Hayes, ohne irgendwelche Angehörigen auf der weiten grauen Welt zu heiraten, einzig um mit ihrem Kind
Lo, Lola, Lolita nach Belieben verfahren zu können. Es geht um die pädophile Beziehung des Ich-Erzählers, dem Literaturwissenschaftler Humbert Humbert, zu der anfänglich 12-jährigen Dolores Hayes, für ihn Lolita. Nach dem Mord an seinem Nebenbuhler sitzt Humbert im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess und erzählt den Lesern den Beginn und Verlauf seiner perversen Leidenschaft, den Missbrauch Lolitas sowie ihre gemeinsame 2-jährige Odyssee durch die USA. Von Nabokovs Titelfigur kommend ist der Name Lolita zum festen Begriff geworden und hat Eingang in die Popkultur gefunden. Man denkt immer, Lolita sei die laszive, junge Verführerin. Die Kuratorin des Festivals Nicola Steiner. Und in Wirklichkeit ist sie das Opfer. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das auch mal richtigstellen, dass der Roman von Nabokov eigentlich was ganz anderes in die Welt gesetzt hat und die Menschen dann daraus wiederum etwas gemacht haben, was ihnen in irgendeiner Form gerade zu Pass kam. Die Figur der Lolita wurde also zweimal missbraucht, stellt Nora Bossong fest. Das, was Nabokov sicherlich nicht wollte, war, dass sie ein Role Model wird, eine Projektionsfigur für Kindfrauen oder mehr Kind als Frau, muss man ja wirklich sagen. Sie ist ja keine 14,5-jährige Pubertierende, sondern sie ist eine, die noch gar nicht in der Pubertät angekommen ist. Sie ist wirklich ein Kind. Und diese Verklärung im Nachhinein ist eine Projektion auf diese Romanfigur hin. Und das hat tatsächlich sehr wenig mit diesem Roman zu tun und sehr wenig damit zu tun, wie dieser Roman Dolores Hayes beschreibt, wie der Roman den Täter beschreibt, wie der Roman überhaupt diese ganze Leidensodyssee beschreibt, sondern das ist nachträglich gekommen in einer Verharmlosung, in einer teilweise popkulturellen, teilweise sehr, sehr fragwürdigen Verklärung dieser Figur. Man hat da fast überlesen, niemand nicht nur fast überlesen, man hat überlesen, dass Humbert Humbert ein pathologischer Mensch ist, sondern man hat ihn als, auch ihn quasi als Role Model gesehen, der sozusagen die zu engen sexuellen Moralvorstellungen über den Haufen wirft. Aber das ist er nicht. Natürlich wirft er viel über den Haufen, aber nicht in einem positiven Sinne, nicht in einem Sinne, dass Nabokov, dass man sagen kann, Nabokov wollte hier, dass wir das alles komplett entgrenzen. Der hohe künstlerische Wert von Nabokovs Lolita wurde beim Erscheinen des Romans verdeckt durch sein skandalträchtiges Thema und die Missinterpretationen in den Filmen taten ihr Übriges. Auch der Initiator des Literarikum Lech, der Schriftsteller Raoul Schrott, sieht darin eine Erklärung. Wie immer komplexe Werke der Literatur, wenn sie mal so ins allgemeine Bewusstsein geraten, dann verlieren sie an Komplexität. Dann bleibt etwas Oberflächliches über, wie, aha, das ist ein Roman über so ein, ich weiß gar nicht, wie man da jetzt sagen würde, auf Deutsch, über ein pubertierendes Mädchen von einem Kinderschänder, kann ich auch nicht sagen. Also es geht um ein bestimmtes Verhältnis der Erotik zwischen den Geschlechtern mit verschiedenen Altersunterschieden, die unanständig und für die Kinder schädlich sind. Da bleibt halt von dem, was da Nabokov skizziert, bleibt halt relativ wenig übrig. Und dann hat man halt diese Girls. Wahrscheinlich wurde das vielschichtige Werk zu oft einfach nicht richtig gelesen. Die Leseerfahrung von Kuratorin Nicola Steiner hingegen entspricht der Komplexität des Werks. Das war schrecklich. Es war absolut verstörend. Ich habe es in die Sommerferien mitgenommen, weil ich in den Sommerferien immer einen Klassiker lese. Also seit ungefähr 20 Jahren. Und ich bin natürlich eben mit diesen Bildern von Lolita im Kopf in diesen Roman reingegangen. Und plötzlich denke ich mir, hä? Das ist ja was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Geschichte, die Nabokov hier erzählt. Das ist eine ganz andere Figur, die er hier schildert, auch aus der Perspektive von Humbert Humbert. Und sie ist Opfer und sie kann eigentlich nichts dafür. Und natürlich ist sie ein pubertierendes Gör.
ist sie. Aber sie wird auch wahnsinnig missbraucht. Und man weiß es aber nicht, weil es ist ja alles aus seiner Perspektive. Es ist ja alles eine Fantasie. Und mich hat es unglaublich verstört. Ich dachte irgendwie, ich hatte ein schlechtes Gewissen, es zu lesen. Und gleichzeitig konnte ich es nicht aus der Hand legen und war wirklich überwältigt von der Sprache. Ich glaube, die eigentlich ist die Hauptfigur dieses Romans die Sprache. Der Schauspieler Thomas Saarbacher schildert seine Erfahrung mit dem Werk. Es war ganz interessant, weil ich erstmal überwältigt war, also von der Wucht der Geschichte, aber fast mehr noch von der Wucht der Sprache, wie diese Geschichte so gewalttätig in mein Bewusstsein dringt, kann man nicht anders sagen. Also auch durch diese Wechsel in der fast bösartigen Freude auch an seiner zynischen Betrachtung und so. Also diese Vielgestaltigkeit, wie das auch aufgebaut ist, formal, auch mit dem Tagebuch und so weiter. Das ist so viel, es ist so reich, dass ich danach erstmal wirklich Zeit brauchte, das sacken zu lassen. Und nicht, also ich habe, glaube ich, das wenigstens 2 Wochen liegen gelassen, bevor ich mich daran gemacht habe, eine Fassung zu erstellen, weil das erste Gefühl war, das schaffe ich nie. Das ist nicht zu machen. Also dem gerecht zu werden. Ich wusste ja, was hier ansteht. Und von daher war das verbunden auch mit einem Gefühl von einer Verantwortung. Also was davon, wie zur Sprache kommt, um dem Werk in seiner Gänze gerecht zu werden. Thomas Saarbacher ist der beste Vorleser im deutschsprachigen Raum. Saarbacher hielt beim Literarikum Lech eine 1,5-stündige Lesung. Ich finde das auch, aber wenn ich das jetzt gesagt hätte, hätten sie sich alle gedacht, ja, das muss die jetzt sagen, aber das ist sozusagen amtlich belegt und ich freue mich sehr, dass er dieses Jahr wieder hier sitzt, zum 4. Mal. Er ist sozusagen, er hat ein Abo und wünsche Ihnen viel Vergnügen. Humbert Humbert, der Schweiß überströmt, im unbarmherzigen Weißlicht schwitzt, von schwitzenden Polizisten angebrüllt und mit Füßen getreten, ist jetzt bereit, eine weitere Aussage, Kelmo, zu machen. Sein Gewissen nach außen zu krempeln und ihm das letzte Innenfutter herauszureißen. Ich hatte nicht die Absicht, die arme Charlotte zu heiraten, um sie auf irgendeine vulgäre, niederträchtige und riskante Weise aus dem Weg zu räumen, sie etwa zu töten, indem ich ihr vor Tisch 5 Quecksilber-Bichlorid-Tabletten in den Sherry tat oder dergleichen. Aber irgendein zart verbündeter pharmakopoetischer Gedanke klingelte sicherlich in meinem dröhnenden und umwölkten Hirn. Warum sollte ich mich auf die bescheidenen, maskierten Liebkosungen beschränken, die ich schon erprobt hatte? Andere venerische Visionen tauchten gaukelnd und lächelnd vor mir auf. Ich sah mich im Geist beiden, Mutter und Tochter, einen starken Schlaftrunk verabfolgen, sodass ich Letztere die ganze Nacht hindurch völlig ungestraft liebkosen konnte. Das Haus war voll von Charlottes Schnarchen, während Lolita im Schlaf kaum atmete, still wie ein gemaltes Mädchenkind. Mama, ich schwöre, Kenny hat mich nie auch nur angerührt. Entweder du lügst, Dolores Hayes, oder es war ein Inkubus. Nein, so weit würde ich nicht gehen. Solchermaßen plante und träumte Humbert der Kubus. Und die rote Sonne der Begierde und der Entschlusskraft, die beiden Begriffe, die eine lebendige Welt erschaffen, stieg höher und höher, während auf einer Reihe von Balkons eine Reihe von Wüstlingen, funkelnde Gläser in der Hand, einen Toast auf die Seligkeit vergangener und künftiger Nächte ausbrachte. Schauspieler Thomas Saarbacher analysiert für uns, warum die abscheuliche Figur des Humbert Humbert uns dennoch in seinen Bann zu ziehen vermag. Also wenn ich jetzt mal vom szenischen Gedanken ausgehe, von einer szenischen Behauptung, dass das ein Mensch ist, der nichts mehr zu verlieren hat und sich an seine Bekenntnisse macht, also das aufzuschreiben, dann verführt er sich auch selber, indem er spielerisch mit Enthüllungen, mit intimen Geständnissen aufwartet. Und es ist seine Eitelkeit auch, wie er
wie er diese Erlebnisse oder diese Erinnerungen aufbereitet und sie sozusagen auch bewusst seinem Leser, wie er auch angesprochen wird, zugänglich macht. Und darin liegt natürlich ein Reiz. Das heißt, diese Rückhaltlosigkeit, die vermeintliche, das ist sein Spiel. Aber es ist sein Spiel, das mit der Wirkung arbeitet, in der Hoffnung, dass die Wirkung ihr Ziel erreicht. Ne? Also er kann sich nicht von dem vorgestellten Leser oder der vorgestellten Leserin so weit entfernen, dass er für sie oder ihn nicht mehr erreichbar wird. Und in dem liegt eine Art von Beziehung, die er aufbaut. Und das ist auch genau das, was wirkt. Weil ich werde tatsächlich direkt angesprochen. Und wenn er im Detail mich als in diese ganz detaillierten Beschreibungen mit reinnimmt, dann werde ich auch verführt, genau da hinzugucken. Wenn er das Bein beschreibt, dann wende ich mich nicht mit Grausen, weil er beschreibt es schön. Und darin liegt die Faszination. Weil er hat nicht meine Skrupel. Dieses Stück Weltliteratur kann selbstverständlich überall gelesen werden, aber wie Sie gleich von Nora Bosson noch hören werden, passt es ganz besonders zu den Bergen. Und damit auch zu Denken am Berg. Wir sind jetzt schon fast wieder am Ende. Ich sage noch danke fürs Zuhören und wenn Sie es noch nicht getan haben, bitte abonnieren Sie doch diesen Podcast im Player Ihrer Wahl und lassen Sie uns auch gerne wissen, ob es Ihnen gefällt und empfehlen Sie uns doch weiter. Ich würde mich freuen. Auf Wiederhören in Lech in Vorarlberg. Der Berg überhaupt ist der Ort, wo man dem Himmel am nächsten kommt, naheliegenderweise. Aber das haben wir ja auch in den abrahamitischen Religionen. Also alles Große, was passiert im Alten und Neuen Testament, passiert immer auf dem Berg. Also ob das Abraham ist, Mose, Jesus, die gehen immer erstmal auf den Berg, bevor die großen Dinge sich ereignen. Man kann es Humbert heranrücken, weil das jemand ist, der so hochmütig ist, dass wir ihn überhaupt nur vom Berg erwischen können. Das ist ja sozusagen derjenige, der den Turmbau zu Babel mit sich selbst betreibt. Der möchte so hoch hinaus, dass alles unter ihm kaum noch zu erkennen ist. Weil er möchte gar nicht die Menschen so nah sehen. Er möchte ja, dass es seine Spielfiguren bleiben. Und er selbst sieht sich als derjenige, der allein herrscht über seine Welt. Und deswegen passt es sozusagen diese Analogie zu diesen biblischen Gestalten. Mindestens so groß glaubt sich Humbert ja auch. Nicht, dass er es ist, aber er glaubt sich so groß. Deswegen, glaube ich, passt er auch ganz gut ins Gebirge. Eine Produktion von Radio Tourism im Auftrag von Lech Zürs Tourismus.